Fragende ist Stefan Brandner. Liebe Bundesregierung, ein Facebook-Eintrag auf der Seite der Bundesministerin Barley, deren Seite von der Seite des Bundesjustizministeriums verlinkt ist, war zu entnehmen, dass sich Frau Barley offenbar am 21.11.2018 mit dem umstrittenen Herrn George Soros getroffen hat. Dieses Treffen ist unter anderem durch ein offizielles Foto des Ministeriums, das sich interessanterweise auf der offenbar privaten Seite der Frau Barley befindet, dokumentiert. Den dortigen Ausführungen war der Inhalt zu entnehmen, und der Inhalt soll gewesen sein, der Inhalt dieses Gesprächs, ich zitiere, die Bedeutung einer lebendigen Zivilgesellschaft für die Zukunft unserer Demokratie, Zitat Ende, sei debattiert worden, wobei mit unserer Demokratie ja wohl die Demokratie in Deutschland gemeint ist. Mich interessiert im Zusammenhang, was die Gründe dafür waren, Herrn Soros als Gesprächspartner auszuwählen, von wem die Initiative für dieses Gespräch ausging und welche konkreten Inhalte und Ergebnisse dieses Gespräch hatte. Sehr geehrter Kollege, unter Demokraten, und die sitzen in der Bundesregierung, ist es üblich, dass man sich mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Welt auseinandersetzt und damit nicht immer die Meinung von anderen Menschen, mit denen man sich auseinandersetzt, teilt. Ich verstehe den Hinweis, wenn er bei Facebook so getätigt wird, unter anderem auf die Tatsache, dass es ja Rechtsradikale auf der Welt gibt, die am Beispiel von Herrn Soros durchaus mit antisemitischem Unterton Weltverschwörungstheorien beschreiben. Und das hat in einer europäischen Demokratie durchaus auch Folgen gehabt, wenn Sie die innenpolitische Entwicklung Ihrer Gesinnungsfreunde in Ungarn sich angucken beispielsweise. Und ich meine nicht die Regierung, sondern die anderen, die es da auch gibt an dieser Stelle. Und deshalb ist es in Ordnung, sich mit Leuten auseinandersetzen und zu treffen. Übrigens nicht, indem man immer ihrer Meinung ist, sondern um verschiedene Meinungen auszutauschen. Aber im speziellen Fall geht es um einen Vorgang mit Sicherheit, der auch die innenpolitische Situation in Ungarn betrifft. Und ich kann Ihnen sagen, bei dem, was an antisemitischem Dreck im Internet so unterwegs ist, finde ich es gut, dass man da auch durch ein Gespräch ein Zeichen setzt. Der Kollege Olaf Inderbeek.